Hallo, ihr Lieben, das ist natürlich ein Video zum Thema immer wieder hochkommenden Thema Leitkultur und es ist auch ein nicht sonderlich faires Video. Allerdings könnte man zu der Entschuldigung dieses Videos sagen, auch das ganze Thema ist nicht sonderlich fair und insofern ist eine unfaire Behandlung eines unfairen Themas vielleicht wieder auf der Metaebene fair. Nur so viel vorab. Also, das Thema ist Einfalt oder Vielfalt, ja. Einfalt oder Vielfalt, wollen wir in Einfalt zusammenleben oder in Vielfalt zusammenleben? Das ist so eine Entscheidung, die wir vielleicht treffen müssen. Vielleicht ist es aber auch gar keine Entscheidung. Dazu vielleicht später noch mehr. Und wenn wir uns jetzt für die Einfalt entscheiden, entscheiden wir uns dann für meine Einfalt oder für deine Einfalt oder für die Einfalt von anderen? Ja. Und wenn wir uns aber umgekehrt für Vielfalt entscheiden, ist uns eigentlich der Aufwand klar, den der uns das abverlangt, also in Vielfalt zusammenzuleben. Denn fraglos ist Vielfalt schön, das finde zumindest ich. Aber sie ist auch fraglos anstrengend. Das Zusammenleben in Vielfalt ist anstrengend. Das ist schön, aber anstrengend. Und da geht es jetzt um so etwas, wie man nennen könnte die Transparenz der Kosten. Also. Ich möchte behaupten, wir machen uns regelhaft bei der Frage, Zusammenleben in Einfalt oder Zusammenleben in Vielfalt, nicht die Kosten klar. Wir wollen es also anders gesagt zu billig haben und landen deswegen, weil wir nicht mit Kostentransparenz unterwegs sind, in verdeckten Einfallsformen und Einfallskämpfen. Also. Ich präferiere eindeutig Vielfalt. Ich finde, Vielfalt ist eine feine Sache, aber sie ist anstrengend. Und die Frage ist: bringen wir den notigen Aufwand, den ein Zusammenleben in Vielfalt zwingend erfordert? Und nach meiner Einschätzung tun wir das nicht. Wir sind also, wir machen uns was vor, wir machen uns was über äh, die Kosten der Vielfalt vor. Die Kosten der Einfalt gibt es auch, aber, und jetzt kommen wir also zu der Unfairheit dieses Themas: Vielfalt ist faktisch gegeben. Also die Option Einfalt besteht eigentlich faktisch gar nicht. Man könnte natürlich Einfalt erzwingen, aber da müsste man extrem viel Gewalt anwenden. Weiß ich nicht, ob man das wirklich will, um Einfalt. Und natürlich, wenn, wenn irgendwer in seiner oder ihrer Einfalt Gewalt anwendet, wird das die Gewaltanwendung anderer, auch im Sinne dann von deren Einfalt auf den Plan rufen, sodass wir also in lauter gewalthaften Einfallsvertretungen ähm, landen, weil eben die Vielfalt so immens ist, die heute einfach da ist. Also wir leben in einer Faktizität von Vielfalt, in einer faktisch gegebenen Vielfalt des Menschlichen, dass das Erzwingen von Einfalt nur unter, zu dem Preis einer so immensen Gewalttätigkeit ähm, noch hergestellt werden kann dass sie sozusagen eine wechselseitige Gewalttätigkeit im Sinne der einen Einfalt und der anderen Einfalt und dann noch der und der und der und der und der, und der Einfalt auf den Plan ruft, ähm, sodass man eigentlich sagen kann, die Option für Vielfalt ist alternativlos. Paradoxerweise. <laughs> Vielfalt ist einfach da. Es ist also gar keine Entscheidung. Die Frage Einfalt oder Vielfalt ist gar keine Entscheidung, weil Vielfalt ist gegeben. Jetzt gibt es aber trotzdem verdeckte Kosten, denn eben Vielfalt, auch wenn sie einfach gegeben hat, hat Kosten und derzeit sind wir nicht bereit, die Kosten zu tragen. Ich gebe mal ein Beispiel, um es nicht ganz so abstrakt äh, zu verhandeln. Stellen wir uns ein ziemlich diverses Team vor aus vier, fünf Leuten. Diese Menschen haben völlig verschiedene Hintergründe, völlig verschiedene Herkünfte, völlig, sind völlig verschieden in Sachen Psychodiversität, also ticken einfach völlig verschieden, wie sie Informationen verarbeiten, wie sie mit Emotionen umgehen wie offen sie für neue Erfahrungen sind, wie extrovertiert, introvertiert sie sind und so weiter, wie gewissenhaft sie sind, sie sind einfach verschieden. Und wollen aber ein gutes Zusammensein oder gutes Zusammenarbeiten hinkriegen, dann ist einem vielleicht jetzt schon intuitiv klar, dass das viel Arbeit sein wird für alle Beteiligten. Also, nicht nur sich zu tolerieren, denn hier geht es nicht nur um Toleranz. Toleranz ist viel zu wenig. Toleranz heißt faktisch wörtlich übersetzt Erduldung oder Aushalten. Hier geht es mehr als um Erdulden und Aushalten, also um mehr als Toleranz. Nämlich hier geht es um gutes Zusammensein und gutes Zusammenarbeiten. Naja, und das erfordert von allen sehr, sehr viel. Das verlangt allen sehr, sehr viel ab. Jetzt haben wir folgendes Problem und das ist das eigentliche Problem, das eigentliche Einfallsproblem. Stellen wir uns jetzt vor, das sind vier, fünf Menschen, alle sehr verschieden, aber einer dieser Menschen hat sehr viel mehr Macht und Einfluss als alle anderen. Jetzt ist es naheliegend, dass unbewusst oder bewusst dieser Mensch, der mehr Macht hat als die anderen vier anderen, seine Einfalt den anderen überstülpen wird und auch viel von deren Vielfalt gar nicht wahrhaben will. Das heißt, er wird sie nicht wahrnehmen. Er wird sie nicht wahrhaben, er wird nicht auf sie eingehen und zwar einfach nur, weil er es kann, weil er in einer Machtposition ist. Das heißt, unser wahres Problem ist eigentlich kein Einfalls- oder Vielfaltsproblem, unser wahres Problem ist ein Machtproblem. Also Vielfalt an sich ist zwar aufwendig und insofern eine Aufgabe, aber sie ist an sich unproblematisch. Probleme entstehen erst durch die extremen Machtunterschiede zwischen uns, die ebenfalls faktisch da sind. Und wenn wir also vielfältig sind, in einer vielfältigen Gesellschaft leben, die aber starke Machtungleichheiten zulässt, dann entsteht ein nahezu unerbittlich geführter Kampf um Macht zwischen den verschiedenen oder eben Vielfältigen. Ja? Weil eben, dass wenn es Machtunterschiede gibt, diese Machtposition sozusagen ausgeschrieben ist und nur weil sie jetzt gerade momentan von Person X oder Gruppe X eingenommen wird, heißt das nicht, dass sie nicht morgen von einer anderen Person oder einer anderen Gruppe eingenommen werden könnte. Und genau diese Möglichkeit setzt den unerbittlichen Machtkampf zwischen den verschiedenen frei. Das heißt, unser Problem ist nicht Vielfalt, unser Problem ist Macht bzw. extreme Machtunterschiede zwischen uns. Und nichtsdestoweniger stimmt es auch, dass, ähm, dass die Vielfalt, die wir, die wir faktisch haben oder die faktisch da ist zwischen uns, die wir faktisch sind, also wir sind Vielfalt, ob wir wollen oder nicht, auch wenn uns das nicht gefällt, sind wir es einfach trotzdem. Wir sind vielfältig, wir Menschlein, ähm, dass wir sie unter Wert nehmen und ihre Kosten nicht wahrhaben wollen. Ja, also wir sehen das all überall, dass man zum Beispiel, also ich nehme jetzt irgendwas, was zum Beispiel mir nahe steht, zum Beispiel Konzepte von Inklusion sieht, die ressourcentechnisch nicht mehr ansatzweise so ausgestattet sind dass sie also zu einem guten Miteinander überhaupt führen könnten. Also man macht sozusagen Inklusion, aber man unterschätzt einfach systematisch den Aufwand, den Inklusion mit sich bringt. Ja, und das ist ein Aufwand. Das heißt nicht, dass Inklusion schlecht ist. Es heißt aber, dass Inklusion faktisch derzeit oft schlecht gemacht ist, nämlich ressourcentechnisch nicht mal ansatzweise so ausgestattet ist, wie es nötig wäre um den Aufwand zu bringen, den Inklusion nun mal erfordert, damit sie gelingt, damit es allen gut geht in ihrer Verschiedenheit. Ja? Und das Resultat ist dann oft, dass Leute gegen Vielfalt sind, obwohl die Vielfalt einfach da ist und es überhaupt keinen Sinn macht. Es macht weder Sinn, eigentlich für Vielfalt zu sein oder gegen Vielfalt zu sein, denn Vielfalt ist einfach da. Es wäre so wie... Wir sind gegen, äh, gegen die Existenz des Mondes. Finden wir nicht gut den Mond? Lasst uns ihn uns vom Himmel schießen oder so. Es ja. macht ähnlich viel Sinn, wie gegen Vielfalt zu sein. Vielfalt ist gegeben. Ob wir wollen oder nicht, ob wir sie anerkennen oder nicht, ob wir sie mögen oder nicht mögen, sie ist einfach da. Ja. Also, du kannst die Sonne schlecht finden und der Sonne ist es aber egal, ob du sie schlecht findest. Bei der Vielfalt ist es ähnlich. Andererseits ist es aber gleichzeitig so, dass um mit ihr gut umzugehen, wir einen immensen Aufwand bringen müssen. Und der ist eben auch objektiv da. Also dieser Aufwand, dieser Bedarf, damit es gelingt, ist objektiv da, wird von uns aber genauso objektiv nicht gedeckt. Ja? Also wir bringen nicht, was wir bringen müssten, um unserem faktischen, vielfältigen Zustand gerecht zu werden. Und das Resultat sind beständige Kämpfe zwischen uns, zwischen den verschiedenen, vielfältigen. Und das mag jetzt für einige recht unproblematisch sein, denn die Kämpfe sind ja noch recht rituell. Dazu kann ich nur sagen, das werden sie nicht bleiben. Ja. Und wenn wir also ein gutes Miteinander realisieren wollen, werden wir den Aufwand bringen müssen, den Vielfalt nun mal erfordert, den wir bislang nicht bringen. Ja. In die, mit diesem geringen Aufwand, den wir betreiben, um unser, unserer eigenen Vielfalt gerecht zu werden, ja, ist es automatisch so, dass alle unzufrieden sind und dass sehr, sehr viele Bedürfnisse auf der Strecke bleiben, weil, wenn nicht den Aufwand bringen, der nötig ist. Natürlich könnte man jetzt auch sagen: Ich will eine einfältige Gesellschaft, ich will den Aufwand nicht. Es würde aber nichts bringen, denn die Vielfalt ist trotzdem da. Man könnte sie also anders verteilen, aber sie würde nicht weggehen. Ja, also man könnte sie irgendwie aus den Augen, aus den Sinnen, man könnte Mauern bauen und den ganzen Mist. Und davon geht ja die Vielfalt nicht weg. Auch indem man zum Beispiel bestimmte Menschen von der Macht fernhält, systematisch. Gehen diese Menschen ja nicht weg. Die sind weiterhin da. Ja. Und also, nach meinen Begriffen, ist es zum Beispiel so, dass unsere menschliche Vielfältigkeit von ganz alleine aus unserer großen Zahl hervorgeht. Das heißt, selbst wenn man jetzt erstmal im ersten Schritt, so Gedankenexperiment, lauter ähnliche Menschen hätte, also ja, alle genormt, alle gleichgeschaltet, alle verähnlicht, günstig, und dann lässt man aber das Spiel sozusagen frei laufen, also man, man, der Prozess geht jetzt einfach weiter von dort, von dieser Stunde Null, wo wir alle ähnlich und alle gleich sind, man hat so eine komische Einfalt, ja? dann wird er sich sehr schnell wieder von alleine Vielfalt herstellen. Ja? Gesellschaftliche Differenzierung ist ein Faktum. Ja? Gesellschaftliche Differenzierung, it's just there. Ge gesellschaftliche Differenzierung just happens. Ja? Es, sie existiert. So wie die Sonne existiert, so wie der Mond existiert, so wie tausend andere Dinge existieren, die uns gefallen oder nicht gefallen, die Vor- und Nachteile haben, die einen gewissen Aufwand mit sich bringen, um ihnen gerecht zu werden. Ja, also du kannst gegen viele Dinge sein, wo es überhaupt keinen Sinn macht, gegen sie zu sein, weil sie sind einfach da. Ja, also ich kann gegen die Schwerkraft sein und kann sagen, okay, deswegen fliege ich. Ja, aber nur weil du fliegst, ist die Schwerkraft immer noch da. Du fliegst halt trotzdem, weil du zum Beispiel eine bestimmte Aerodynamik oder bestimmte Schuhkräfte ausnutzt. Fliegst du, aber das ist ja nicht, dass die Schwerkraft nicht mehr da ist. Ja. Und auf dieser Ebene eines naturalen Phänomens ist die menschliche Vielfalt. Sie existiert. Ja. Und gegen sie zu sein oder für sie zu sein, macht überhaupt keinen Sinn. Wogegen oder für wir, wofür wir sein könnten, wäre eine für andere anders geartete Machtverteilung in der Gesellschaft. Und da gibt es zwei Alternativen, ja. oder drei. Die eine ist, dass wir sagen, ganz konservativ, wie es ist, ist es gut, so soll es bleiben. Ja. Oder sogar reaktionär, so wie es früher mal war, so soll es wieder werden. Ja, das ist vielleicht Option 4. Dann gibt es noch die Option, so von der Form, die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten werden die Letzten sein. Also es soll anders werden. Aber was anders werden soll, ist einfach nur, dass wir jetzt sozusagen Leute, die derzeit ohnmächtig sind, sollen machtvoll werden. Und Leute, die derzeit machtvoll werden, sollen jetzt ohnmächtig werden. Das ist sozusagen Nummer drei. Also es gibt das Konservative, das Reaktionäre und die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Und dann gibt es noch Nummer vier, das sagt, es soll anders werden. Und wie es anders werden soll, ist, wir verteilen zumindest in einem Subsystem der Gesellschaft, nämlich der Politik, die macht systematisch gleich. Und das nennen wir Demokratie. Diese Option gibt es auch noch, die realisieren wir halt bisher nicht. Und deswegen haben wir mit unserer Vielfältigkeit so große Probleme. Weil wir eben strukturell gesehen. Institutionell gesehen, ich rede jetzt nicht über Mindset, weil wir strukturell und institutionell gesehen noch keine Demokraten sind. Wir leben ja nicht in einer Demokratie zusammen, wo die vielfältigen Menschen alle gleich viel Einfluss auf Politik oder Staat hätten. Das ist nicht die Realität. Unsere Institutionen reproduzieren stabil Machtungleichheit. Und zwar extreme Machtungleichheit zwischen uns. Das ist das Gegenteil einer Demokratie. Wir leben im Gegenteil einer Demokratie. Im exakten Gegenteil. Ja, und eine solche Gesellschaft, die faktisch, unweigerlich, vielfältig ist, kriegt dann große Probleme, weil die verschiedenen vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen und Menschen jetzt sehen, dass es diese Machtungleichheit gibt und damit auch Machtpositionen gibt und das ist wie ein Preisausschreiben. Ja, das Preisausschreiben ist das Rennen um die Macht und das ist eröffnet und das geht auch objektiv da. Ja, und dann geht das Rattenrennen los. Ja, die verschiedenen Gruppen kämpfen um die Macht. Was haben wir erwartet? Ja. Demokratie ist ein System, das diesen, dieses Rattenrennen, diesen Kampf um Macht stillstellt, indem sie vorsätzlich und hochkünstlich im politischen Subsystem der Gesellschaft die Macht systematisch exakt gleich verteilt zwischen allen Menschen, unangesehen ihrer Unterschiede, das heißt unangesehen ihrer Vielfalt. Und auch diese Vielfalt in einer freundlich respektvollen Form immer wieder neu zusammenbringt, in der Form geloster Bürgerversammlungen. Das ist, was Demokratie tut. Das heißt, sie geht aus meiner Sicht hochaufwendig mit Vielfalt realistisch um. Unsere heutige Gesellschaft geht mit Vielfalt nicht realistisch um. Ja, sie betreibt den notwendigen politischen, demokratischen Aufwand nicht, der eben sagt, alle Menschen müssen politische Subjekte sein. Die Gesellschaft muss sich systematisch in einer regelhaften, verfassungsmäßigen Form politisieren. Das ist ja nicht das, was wir machen. Faktisch machen irgendwas unter 0,5 Prozent der Erwachsenen Politik, also lächerlich wenig Menschen. Ja, das, was wir tun, das ist nicht äh, unserer faktischen Vielfalt angemessen. Ja, also differenzierte Gesellschaften brauchen Demokratie und brauchen Demokratie zwingend. Was wir aber machen, ist was anderes. Wir machen keine Demokratie. Und das ist ein Problem, weil dann hast du mit der Vielfalt ein Problem, aber die Vielfalt ist einfach da und geht auch nicht mehr weg. Und dann stehen natürlich reaktionäre oder konservative Träumereien. Das sind aber trotzdem Träumereien, die haben mit der Realität nichts zu tun. Also, das Einzige, was sie hat können, ist sich in extremen Gewaltexzessen ähm, Entladen, aber naja Gewalt in der Regel provoziert gegen Gewalt und dann hast du so eine Gewaltspirale in der Gesellschaft. Ja Gewalt gegen Gewalt, die Gruppen kämpfen miteinander um die Macht, immer das gleiche Spiel eigentlich totlangweilig, wo man sich so fragen kann mit etwas historischem Abstand oder theoretischem Abstand, was wollen wir damit? Was wollen wir mit dieser Gewaltspirale? Was wollen wir mit diesen Machtkämpfen? Was erwarten wir uns von ihnen, dass die Richtigen gewinnen? Das ist unser Ernst? Das ist historisch nicht sonderlich aufgeklärt. Also wenn man das noch glaubt wir machen einfach Machtkämpfe und dann gewinnen die Richtigen. Dann hat man also ein stark unterentwickeltes historisches Bewusstsein, möchte ich behaupten. Dann hat man also sich die menschliche Geschichte bis hierher noch nie mal gründlich und systematisch angeschaut. Ich nehme für mich in Anspruch, das getan zu haben und komme zu dem Schluss: dieses Machtgekämpfe, diese Gewaltspirale ist absoluter Wahnsinn und wir sollten sie dringend stoppen. Und die einzige Art, sie stoppen zu können, die ich sehe, die es überhaupt gibt, ist konsequente Demokratisierung. Das heißt, die Vielfalt muss an die Macht. Das heißt, die vielfältigen, sehr verschiedenen Menschen müssen alle gleichrangig an die Macht kommen, unangesehen ihrer Verschiedenheit. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, das zu realisieren, und das ist die Zufallsauswahl, das ist das demokratische Losverfahren. Das ist eine realistische Weise, mit unserer naturhaft gegebenen Vielfalt zu dienen, die aus der schieren Zahl an Menschen entsteht, aus der schieren Faktizität der gesellschaftlichen Differenzierung, also einem autopoietisch ablaufenden prozess der abläuft egal ob er uns gefällt oder nicht ob wir ihn mögen oder nicht ob wir ihn überhaupt anerkennen oder nicht er passiert ja. gesellschaftliche differenzierung passiert die entstehung von menschlicher vielfalt passiert ob uns das gefällt oder nicht und natürlich können wir dieses faktum ignorieren oder wir können eben versuchen die richtigen gruppen an die macht zu bringen dann aber wie gesagt haben wir kein historisches bewusstsein und verstricken uns in Gewaltspiralen und so weiter, in diesen ganzen Machtgekämpfe, parteiförmig, lagerförmig, bla bla bla. Wer braucht das? Welcher Mensch braucht das heute noch? Und ich möchte behaupten, das braucht kein Mensch. Aber jeder Mensch, wir alle, brauchen Demokratie. Und Demokratie bedeutet eben politische Macht für alle. Und zwar politische Macht für alle gleich viel, in gleichem Ausmaß, gleich stark für keinen von uns mehr, für keine von uns weniger. Es ist sozusagen die strukturelle Abschaffung von so etwas wie politischer Privilegierung. In der Politik, zumindest in der Politik, gibt es dann keine Privilegien mehr, wenn wir Demokratie haben. Derzeit gibt es noch sehr viele Privilegien. Ja, und so wird der Unfriede in unserer Vielfalt weitergehen, aber wie gesagt, meine These ist, nicht die Vielfalt ist das Problem, sondern die Machtungleichheit. Und hier haben wir halt nie abgeschafft und deswegen erzeugt Vielfalt in der Folge dann Probleme, die aber trotzdem nicht die Probleme der Vielfalt sind, sondern die sind, das sind Probleme unserer, wie soll sagen, ungestoppten und ungebremsten Ungleichheitsdynamik, die dann eben strukturell Machtkämpfe und Gewaltspiralen freisetzt. Wenn wir das nicht haben wollen, müssen wir konsequent demokratisieren. Etwas, was wir in der Neuzeit noch nicht mal angefangen haben, noch nicht mal ansatzweise. Also, wir sind nicht nur, äh, wie sozusagen, ein bisschen Demokraten, wir sind gar keine Demokraten nicht mal ansatzweise. Wir haben nicht mal angefangen, Machtgleichheit zwischen uns herzustellen in der Politik. Wir sollten aber dringend damit anfangen, wenn uns klar ist, wie vielfältig die heutige Menschheit wirklich ist und das ist wirklich eine gewaltige Vielfalt und sie ist einfach da und wird auch nicht mehr weggehen, egal was wir tun. Also wir können es natürlich probieren, dann müssen wir extrem viel Gewalt anwenden und dann landen wir genau in diesen Gewaltspiralen. Ich finde, das kann kein Mensch wollen und die es doch wollen, sind hochgradig naiv. Ich würde sagen, gerade naiv gegenüber der menschlichen Gewalttätigkeit. Also, wer weiß, wie gewalttätig der Mensch sein kann und werden kann, wünscht sich keine Gewaltspirale zwischen Menschen, weil es ist Wahnsinn, sich das zu wünschen. Also, um es noch etwas platter zu sagen, wie schon oft auf diesem Kanal in vielen Videos immer wieder wiederholt, das gefährlichste Wesen für den Menschen ist der Mensch. Es gibt viele gefährliche Tiere, es gibt gefährliche Viren, gefährliche Bakterien, aber das allergefährlichste Tier für den Menschen, das allergefährlichste Lebewesen für den Menschen ist der andere Mensch, ganz offensichtlich. Und mit dieser Gefährlichkeit gehen wir nicht gerade behutsam, nicht gerade realistisch um. Und wir betreiben eben den nötigen Aufwand der Selbstbefriedung der Menschheit eben nicht. Wir demokratisieren nicht konsequent, wir politisieren nicht konsequent. Wir schaffen kein System systematischer, konsequenter Machtgleichheit zwischen uns allen in unserer wunderbaren Vielfalt, die eben, wie gesagt, gar nicht das Problem ist. Die Machtungleichheit ist das Problem. Die Vielfalt ist einfach nur da. Ceterum censeo, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politik, die Demokratie gelost werden muss.